Sonnige Grüße, liebe Cabrio-Erleben Freunde. Bei dieser dreitägigen Cabrio-Tour erleben wir das Sauerland. Das Land der Seen, Berge und Türme. Tag der Anreise geht es direkt los und stärken uns vor der Tour noch in einem Tiroler Backhaus. Wir fahren dann in Richtung Brilon, über Willingen, Winterberg und machen einen Fotostopp am Kahler Asten. Dieser Tag stehen zum Beispiel die Sauerland-Pyramiden an. Die Idee der Pyramiden entstand 1999 und wurde 2005 eröffnet. Ein Teil davon ist der Galileo-Park und besteht aus 4 Pyramiden, die wir besichtigen. Every little step I take, I'm crossing your line. All for you. Könnte man das Sauerland als Kleinitalien bezeichnen? Ja, ein Stück weit. Wir fahren an Attendorn vorbei, erleben dann weitere kleine Straßen und überqueren dann diverse Talsperre. Links an meiner Zagen vorbei geht es dann zum nächsten Stopp. Wir machen eine kleine Pause am Unnenberg mit dem 22 Meter hohen Turm. Von dort hat man eine fantastische Aussicht über das Sauerland. Über viele kleine einsame Straßen und schöne Aussichten gelangen wir nach über 220 Kilometern zurück zu unserem Hotel. Wie war die Tour? Bitte. Spitzenklasse. Es ist wirklich eine tolle Tour mit allem dabei. Schmale Straßen, viele Kurven. She got a body like a goddess.
Am Abreisetag geht es weiter. Kurz vor Winterberg geht es dann oberhalb von Bad Berleburg durch kleine Straßen vorbei. Wir lassen den Weserbergturm links liegen und fahren dann durch ein kleines einsames Waldstück. Im Finale erleben die Teilnehmer noch einmal einsame Kurven und eine freie Sicht in die Ferne. Unser Ziel ist die Hohe Pracht, wo die Tourtage dann enden werden. Hier in diesem Film hast du nun etwas Cabrio erleben dürfen. Wenn es dir gefallen hat, schau einfach mal vorbei. Sauerland hat auch seine Reize, muss ich sagen. Was ich schade finde und traurig ist, dass es hier so viele Kahlflächen gibt im Vergleich zu Italien oder auch Österreich, wo ich das Gott sei Dank nicht so häufig gesehen habe.